Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Golden Moments. Sonst nirgendwo gezeigtes Videomaterial aus dem Lager und hinter den Kulissen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Folge 3, Club der ehemaligen Nationalspieler hat Vertrauen zu Yogis WM-Team. Auf zum Gruppenfoto mit dem DFB-Präsidenten. Und während nur 34% der Bevölkerung an eine erfolgreiche Titelverteidigung glauben, ist man beim Club der Nationalspieler beim letzten Test vor der WM optimistischer. Ach, 35, ja, oder? 80%. Ja, 80 oder 90%, logischerweise. Auf jeden Fall mehr wie 50, also ich denke mal 60% ist möglich. Also ich denke mal 50%, 60%. 49. Ja, 34 ist ja schon mal ganz schön viele, finde ich, die auch an Titelverteidigung glauben. Weil es ist ja klar, es ist jedes Mal wieder was Besonderes, die WM zu gewinnen. Wir haben es jetzt in der ganzen Historie jetzt 4-mal geschafft, also ist immer eine großartige Leistung. Und ich traue der Mannschaft das absolut zu, Halbfinale auf jeden Fall. Dann hängt auch ein bisschen Tagesform ab, welchen Gegner kriegt man da. Also sie gehören zum ganz, ganz engen Favoritenkreis und ich bin optimistisch. Also wenn sie die Vorrunde gut überstehen und weiter im Turnier sind, glaube ich, sind sie auf jeden Fall Mitfavorit auf den Titel. Ob das jetzt dann reicht, um die Krone wieder zu bekommen, wird sich natürlich zeigen. Ja, ich habe es selber miterlebt und ich glaube, wir wissen alle, dass wir eine Turniermannschaft sind. Und momentan läuft es vielleicht nicht alles rum, es gibt ein paar Störfeuer, aber ich glaube, die Jungs wissen schon, wenn es losgeht, dann sind sie da. Ob es zum Titel reicht, wird man sehen. Klar, es ist eine schwierige Sache, aber es ist machbar. Und dass die gleichen Mannschaften um den Titel spielen, ich glaube, das ist auch klar. Aber wir werden schon eine gute Rolle spielen. Ich bin immer guter Dinge, ich bin immer positiv gewesen. Und wir sind eine Mannschaft, die, wenn es ins Turnier geht, immer groß mit zu rechnen ist. Und wir kommen zumindest unter die besten vier, die letzten vier. Das heißt, wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir im Endspiel. Und dann entscheidet auch der liebe Gott mit. Ich glaube, die Mannschaft ist so stark, dass wir ins Halbfinale kommen. Und dann braucht man sicher ein bisschen Glück. Aber wenn die Mannschaft dann auch eingespielt ist, werden sie das Finale erreichen. 2014 hielt Philipp Lahm die WM-Trophäe in die Höhe. Und 4 Jahre später ist das Team genauso stark. Mir persönlich gefällt es gut, dass Marco Reus mit dabei ist, weil das sicherlich qualitativ der Mannschaft hilft. Insgesamt hat man auch am Champions League-Sieg von Real Madrid gesehen, dass Eingespieltheit sicherlich kein Nachteil ist. Das haben wir in der deutschen Nationalmannschaft auch dieses Jahr. Vielleicht das sind für mich so 2 Punkte, wo ich sage, dass wir mindestens gleich stark sind, wenn nicht sogar ein bisschen stärker. Der Großteil der Mannschaft ist ja immer noch vorhanden. Es sind natürlich auch ein paar Persönlichkeiten raus, das muss man auch sagen. Schweinsteiger, Klose, Lahm, die müssen kompensiert werden. Das wird sich zeigen innerhalb im Turnier, wer sich da wirklich sozusagen in diese Rolle da auch ein bisschen spielt. Ansonsten erfahrener als damals, das muss man einfach sagen. Jogi Löw hat auch diesmal wieder, obwohl es auch schwierige Entscheidungen war, aber ich glaube immer im Sinne der Mannschaft entschieden und ich bin guter Dinge, ich bin ehemaliger Nationalspieler und aktuelle Nationalspieler dürfen es nie irgendwo daran zweifeln lassen, dass es klappt. Schwer zu sagen, aber ich denke, die anderen Mannschaften wie jetzt Brasilien, wie Frankreich, Spanien sind etwas stärker, glaube ich, wie 2014. Unsere Mannschaft ist mit Sicherheit nicht schwächer. Das Vertrauen für eine erfolgreiche WM ist jedenfalls da.